Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der ersten Episode von Beat OG. Als allererstes muss unser Protagonist sich erstmal entscheiden, mit welchem Auto er zur ersten Partie hinfährt. Die Wahl ist sehr schwierig und letztendlich entscheidet er sich für was ganz Schlichtes, nämlich hier der neongrüne Bugatti. Mit seinen 6 Pokémon im Kofferraum ist er ganz legal unterwegs, um den nächsten Flug noch rechtzeitig zu erreichen. Und hier ist doch der Flieger. So, kaum ausgestiegen mit seiner zweiten Identität, steigt er in den Flieger ein. Mit der Starterlaubnis im Gepäck macht sich OG auf dem Weg nach Berlin, um dort seinen ersten Gegner zu empfangen. Der erste Gegner ist niemand anderes als Pascal, ein wahrer Ehrenmann der Chai Army. Da der Flug 8 Stunden dauert und der Pilot nicht möchte, dass OG sich langweilt, hat er sich dazu entschieden, im Flug einfach ein paar Loopings zu machen, bis euch und ihn einfach schwindelig wird. Da es in Berlin aktuell Probleme mit den ganzen Flughäfen gibt, können wir leider nicht landen. Und so hat sich OG dazu entschlossen, einfach aus dem Flugzeug rauszuspringen. So, da sind wir auch schon gelandet. Und jetzt suchen wir uns schnell unser Pokémon Center, um euch das Team vorzustellen. So, meine lieben Freunde, Alter. Boah, ich komme gerade aus dem Starten. Ah, da war der Flug krass. Ich musste einfach aus dem fliegenden Flugzeug springen. Ja, das glaubt ihr mir nicht. Anyway, ich habe die 6 Pokémon in der Tasche. Und jetzt begrüße ich euch nochmal ganz persönlich zur ersten Episode von Beat zu dem Motherfucking OG. So. Gut, zunächst einmal entschuldige ich mich bei euch dafür, dass ich jetzt fast 2 Monate gebraucht habe, um meinen Arsch zu bewegen. Ich brauch Wasser, Mann, ich brauch Wasser. Mein Arsch zu bewegen, damit anzufangen. Aber besser jetzt als nie. Und zweite Sache, als ich die Serie angekündigt habe, habe ich ganz oft gehört, also wurde mir gesagt, ey Digi, du musst es nicht machen. Also im Sinne von, dass ihr halt was gewinnen könnt, wenn ihr mich besiegt. So. Ja, okay, verstehe ich, aber das Geld, was ich, sind ja 6 mal 15 Euro, sprich 90 Euro. Das Geld nehme ich ja aus dem Topf meiner Twitch- und YouTube-Einnahmen. Ne? Das, aus meiner eigenen Tasche zahle ich nichts. Deswegen keine Sorge, ich gehe nicht insolvent oder so. Sondern das ist Geld, was ihr mir ermöglicht habt und ich habe mir halt gesagt, ich möchte das komplett reinvestieren, also euch zurückgeben, und das mache ich mit solchen Formaten zum Beispiel. Das dazu, und ich habe aus den Staaten ein Team eingeflogen, was es, keine Ahnung, ob es in sich hatte oder ob ich komplett abgezogen wurde von meinem Dealer. Anyway, wir befinden uns vorm Schlachtfeld und das ist das, nein, nicht das. So, das ist das Team, was es richtet. Kleinen Moment, ich pack mal noch kurz hier meinen. Zack. So, das ist das Team links, die 6 Pokémon, die es
richten müssen. Wie schon gesagt, 3 OUs, Rest ist egal. Meine OU-Pokémon sind Cramor, Pixie und Trikefalo. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die so für Items, Fähigkeiten, Wesen und EV-Verteilung haben. Das Apoqualib hatte, wer schreibt mir jetzt, verdammt. So, wo war ich stehen geblieben? Apoqualib als erstes Pokémon mit dem Item Überresten. Mäßiges Wesen und EV-Verteilung in KP, Spezialangriff und Verteidigung, da es sowohl einstecken als auch verteilen soll. H2-Absorber, damit Wasserattacken mich nicht nerven. Ups. Attacke, Bürde, Ölig, Verhöhner, Geneso. Dass ich halt so gut wie jedes Stall-Battle gewinne. Und Bürde in Kombination mit einem verbrannten Pokémon macht halt gut Schaden. So, dann haben wir unser Cramor. Ebenfalls mit dem Item Überreste. Ja, Überreste habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu oft hier, aber anyway. So, komplett defensiv, soll halt wirklich nur reinkommen. Rocks weghauen, falls ihr auf die Idee kommt, Rocks gegen mich zu legen. Stoßflug, Kehrtwende, Ruheort auflockern. Soll wirklich mal reinkommen und Momentum generieren halt. Dafür ist es hauptsächlich da. Gut. Pixie mit dem Lehmorb, da ich ja durch Magieschild keinen Schaden bekomme. Auch eher defensiv gedacht, aber ich hatte keinen Bock, jetzt nochmal wieder Überreste drauf zu klatschen. Und mit dem Lehmorb macht es dann zumindest ein bisschen offensiv was. Mundgewalt, Flammenwurst, Schutzschild, Wunschtraum. Kommt rein. Gegen Stahl-Pokémon kann ich den Flammenwurf austeilen. Oder eventuell einen Wunschtraum rausknallen und vielleicht ein anderes Pokémon wiederbeleben, falls es sich ergibt. So, Trikefalo. Eins meiner Hoffnung schon mal. Dieses Team werde ich vielleicht für diese Episode und je nachdem, ob ich Zweikampfwald aufnehme, vielleicht auch für die nächste benutzen. Trikefalo völlig basic, auch mit den Überresten. Ja, ja. Spezialangriff, Innet voll gepumpt. Mit Finsterauer, Lichtkanon, Delegato, Renkischmied. Soll sweepen. Weil wenn ich die Möglichkeit finde, zum Sweep anzusetzen, versuche ich das zu machen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Dann haben wir Rihornio, mein Unfall-Shiny, den ich eigentlich gar nicht wollte. Auch mit den alten Überreste. Hat einen sehr interessanten Split. KP, Angriff und Spezialverteidigung, weil der Spezialverteidigung einfach komplett Schrott ist. Damit es halt auf der Seite ein bisschen tankt. Erdbeben, Felshof, Schwertanz, Tarnsteine. Schwertanz ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich sehr überraschend kommen. Ich hoffe einfach, dass mein Gegner irgendwas hat, irgendein Stall-Pokémon, was Rihornio nichts anhaben kann. Und dann könnte ich da ja einen Schwertanz rausknallen und richtig Schaden anrichten. Felshof anstatt Steinkante, um halt zum Beispiel ein Mimikma mir nicht auf die Nerven geht mit seinem scheiß Kostümschuck oder Delegator oder Fokusgurt. Deswegen Felshof gegenüber Steinkante. Und als letztes Pokémon Rotom mit dem Scarf, KP, Init, Blättersturm, Voltwechsel, Donnerblitz, Trickbetrug. Ja. Weiß ich, was ich zu dem sagen soll. Ist halt ein Rotom. Das ist das Team, was es gegen Pascal richten soll. Erstmal gegen Pascal, dann doch vielleicht gegen meine weiteren Kontrahenten. Je nachdem, ob sich noch jemand meldet. Das war das Intro. Da würde ich sagen, sehen wir uns gleich zum Kampf wieder. So, da sind wir. Meine Damen und Herren. Wir haben Celebi, Voltenso, Monte Carlo, Alola, Volnuna. Oh Gott, das wird mich wahrscheinlich dezent nerven. Gastrodon und Amigento. Ihr müsst wissen, läuft alles? Ja, läuft alles. So. Ihr müsst wissen, dass wir vorhin schon einen Kampf hatten. Haben allerdings einen Disconnect bekommen. Was heißt vorhin? Vor 2 Tagen. Aber die Nintendo-Server waren einfach komplett katastrophal. Wir machen selber Leads. Ich habe mit Pixie geleadet, er mit Voltenso. So haben wir uns dann geeinigt. Und hoffentlich erstens auf einen hexfreien Kampf. Hoffe ich. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, to be honest. Aber ich hoffe ja, dass ihr gewinnt so. Aber trotzdem. Ich bin ein bisschen aufgeregt, to be honest. Ja.
Bin gespannt, ob wir den Start nach Marston legen oder direkt verkacken. Da kommt wohl Tenso. Und ich glaube, ich böller erstmal einen Wunschtraum raus. Weil ich glaube, da kommt der Voltwechsel. Ja, da kommt der Voltwechsel. Nackkima. Okay, hier kommt der Wunschtraum. Und wir switchen auf Apo Pink. Und hoffen mal, dass unsere Stall-Taktik gelingt. Erdkräfte kommt. Okay, wie viel macht das der? Das macht schon ein bisschen. Das macht ein bisschen Damage. So, wir gehen auf ein Irrlicht. Wir gehen auf ein Irrlicht. Wenn er drin bleibt, ist es kein Thema. Er bleibt drin. Und wir treffen das Irrlicht, das ist gut. Erdkräfte kommt. Er kriegt Burn-Schaden. So. Jetzt muss ich mal kurz sein Team angucken. Hat dann Boden. Er hat keinen Boden, sprich könnte mit Rotom frei. Ah doch, er hat einen Boden. Den bin ich ja gerade gegenüber. Jetzt halt die Frage, gehe ich auf Verhöhner oder Genesung jetzt erstmal? Ich glaube, ich gehe erstmal auf Genesung und dann Verhöhner. Weil ich gehe jetzt erstmal auf Verhöhner. Oh, er wechselt raus. Okay, okay. In Raiju. Okay, er muss mich angreifen. Was jetzt eigentlich ist, es gerade voll egal. Ist relativ offensichtlich, dass er hier auf den Volt Switch geht. Was kann Volt Tenso eigentlich? Das schaue ich jetzt mal nach. Was kann Volt Tenso? Es kann Hitzekoller zum Beispiel. Psychobeißer kann es auch, es kann auch Eiszahn. Aber ich glaube, mein Umzugshelfer ist hier die sicherste Variante. Weil Hitzekoller kann kommen und der würde mein Rotom halt dezent auseinandernehmen. Okay. Voltwechsel, sehr gut, sehr gut. Okay, okay, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Denn ich könnte jetzt hier meine Tarnsteine rausnehmen oder auf dem Erdbeben gehen. Aber ich glaube, die Tarnsteine sind mir jetzt erstmal ein bisschen wichtig. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal die Tarnsteine. In seinen Nackkima geht er rein. Okay. Wie viel macht der mir? Boah, der macht mich schon dezent viel Schaden, Alter. Und Scald, Alter, macht er mir schon gut Schaden. Jetzt kommen die Wasserattacke kommen oder der Predicted halt irgendwas. Eisschacht halt auch, ne? Schwierig, 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 aber ich gebe wahrscheinlich meinen Apoqualyp. Der am besten eine Wasserattacke abwehren kann, wenn eine Wasserattacke kommt. Geht auf Erdkräfte. Okay. Ja, denke ich.
kriegt aber Chip Damage. Wir gehen erstmal safe auf eine Genesung. Wieso bin ich jetzt schneller? War ich vorher auch schneller? Erdkräfte. Okay. Was für ein Drop? Spezial. Scheiße. Das ist absolut minus. Ich glaube, er wird hier auf Erdkräfte bleiben. Es ist schon offensichtlich, dass ich sie auswechsel, oder? Wird jetzt eine Eisattacke machen? Ich weiß es nicht. Anyway, selbst wenn die kommt, ich glaube, Rotom ist hier eine gute Wahl. Jawohl, Rangmeister, $1 Job. Erdkräfte bleibt, okay, sehr gut. Böller ich jetzt hier einfach Schaden auf irgendjemanden? Geh ich einfach auf Blättersturm. Zieh ich jetzt einfach einen Blättersturm. Und was könnte jetzt gehen? Blätterstock. Könnte uns Celebi halt gehen. Und wenn dann Celebi... Digga, Celebi wäre schon ein kleines Problem. Aber bei nicht wirklich. Aber Schaden auf irgendwas rauszukommen wäre jetzt gut. Zurück. In Celebi. Okay, ja. Hätte man predicten können, to be honest. Erstmal Tarnsteine scharen und Blättersturm. Und der misst natürlich, meine Damen und Herren. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kann ich mir jetzt eigentlich noch... Okay, ne, ich bin schon gelockt. Dann gehe ich wahrscheinlich einfach auf meinen Zenith. Der sollte mir nicht viel machen können. So. In an Ränke schmied. Muss ich mir da Sorgen machen? Muss ich mir Sorgen machen um ein Ränkeschmied Celebi? Eigentlich schon. Das ist schon ein bisschen scheiße, glaube ich. Corviknight. Celebi. U-Turn. Ne, Brave Bird macht bei mir. Okay, er wechselt zurück, das ist gut. Galatutor? Haha, den Namen habe ich hingegeben. Ich war den Namen habe ich hingegeben. Cool. So, was mache ich? Hat er die Plateauschuhe? Soll ich mir eigentlich mal aufschreiben? Habe ich schon. Wir gehen auf Kehrtwende. Ich bin schneller, er bleibt drin. Er legt jetzt wahrscheinlich seine Tarnsteine. Ich könnte jetzt hier auf den Delegator gehen und... Könnte ich halt echt. Ich könnte jetzt hier officially auf den Delegator gehen und dann ein bisschen Action Jackson. Ja, er geht jetzt in seine Tarnsteine. Und ich nutze jetzt, glaube ich, die Gelegenheit und setze tatsächlich einen Delegator auf. Delegator kommt. Er bleibt drin. Turbodreher? Turbodreher. Das ist perfekt. Es ist perfekt. Mein Delegator bleibt noch.
Okay. Gehe ich jetzt direkt auf eine Lichtkanone, ist die Frage. Setuppe ich nicht. Wie schnell ist Alola Vulnona? Vulnona 109. Krieg hier Palo. 98. Mache ich jetzt hier einen Ränkischen? Lichtkanone. Mann, wenn er jetzt ein Ding ins geht, wäre kacke. Deswegen gehe ich, glaube ich, jetzt direkt auf eine Lichtkanone. Falls daraus. Er bleibt drin. Jo, ich mache nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Scheiße, Mann. Ah, aber. Oh, das ist gut. Brandstempel? Ist nicht so richtig. Okay, dann gehe ich jetzt auf den Ränkeschmied, wenn er mich schon so frei lässt. Dann gehe ich jetzt auf den Ränkeschmied. Wehe, du wechselst jetzt in Alola Vulnona raus. Das macht er nicht. Er hat die Lichtkanone gesehen und er hat einen Drop bekommen. Der wird nicht in Alola Vulnona jetzt rausgehen. Okay, er wechselt raus in Nacktkima. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Ich muss ihn jetzt töten. Wenn ich ihn jetzt töte, bin ich in einer sehr guten Lage. Wenn ich ihn jetzt umbringe, bin ich in einer fantastischen Lage, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Es reicht nicht! Erst weiter cross. Ah, da habe ich jetzt meinen. Ich habe meinen Boost noch, weil der Delegator. Gehe ich jetzt noch einmal auf den Delegator? Geht er auf. Was geht er auf? Er geht. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Ich kann eigentlich schon mal auf den Delegator und hoffen, dass er auf irgendeine Attacke, die mein Delegator nicht bricht. Ich wüsste nicht, was ich dadurch zu verlieren habe. Wenn jetzt auf Eisstrahl geht, ist voll okay so. Ah, scheiße. Sein Alola Vulnona ist halt immer noch kacke, ne? Aber das Gute ist, ich habe mein Gegner hat jetzt kein Bohnen-Pokémon mehr. Ja, macht das ja alles keinen Sinn. Mein Gegner hat dann kein Bohnen-Pokémon. Ich weiß noch nicht, was es Amigento ist, to be honest. Aber mein Gegner hat dann kein Bohnen-Pokémon mehr. Ah, er geht jetzt auf Vulnona. Das ist kacke, dass es auf Vulnona geht. Ich habe keine Priority. Ich habe halt legit keinen guten Switch-In. Weil ich die Eisattacke. Ah, Gefriertrockner kann er halt auch, ne? Ich brauche jetzt halt einen Switcher, ne? Wen kann ich entbehren? Eigentlich Apopink, der hat sein. Apopink war eigentlich. Ja, bald. Ja, für was war Apopink gedacht? Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, ich brauche ihn nicht mehr. Blizzard kommt, Blizzard trifft. Wie viel macht er?
nicht viel. Hat er gefriert, Trockner? Eine Eisattacke, ne? Ja, ne, ich lass den jetzt hier sterben. Komm, mach mal noch auf Genesung, falls du irgendwas tanken solltest. Ja, geht auch die 4 drauf. So, das war's dann. 4, okay, jetzt muss ich jetzt. So. Bin halt hier gescarft mit Rotom. Alola Ninetales im Hagel. Ich gehe auf Voltwechsel. Für die Switch Advantage. Celebi kommt. Voltwechsel kommt. Ich nehme Zenit. Ich gehe in Zenit für Auflocker. Tag. Oh Gott, Alter, ob wir das Battle schaffen. Ich gehe safe auf Auflockern. Oder war das richtig? Nee, ich will die Tarnsteine weg haben. Ja, ich will die Tarnsteine weg haben. Definitiv. Er ruft zurück. Ein Galar-Turtok. Aufloggern, zack, Steine wegböllern. Kehrtwende ist jetzt eigentlich der ideale Play. Wenn er drin bleibt, gehe ich in Trikefalo. Wenn er auswechselt, gehe ich nicht und weiß ich nicht, was ich mache. Aber ich glaube, dass Kehrtwende hier der ideale Play ist. Und ich glaube, wenn er drin bleibt, wäre das sogar gut für mich. Weil ich dann wieder mit Trikefalo Action machen kann. Ja. Weil Trikefalo sehr effektiv treffen. Das macht er. Jetzt legt wieder die Tarnsteine. Es hat auf zu hageln, das ist auch sehr gut, denn jetzt kriege ich hier meine Leftovers. Und verpiss mich wieder hinterm Delegator. Er ist jetzt ein Pokémon gestorben, ne? Das ist zu wild. Er bleibt drin. Steigert. Hoffe ich auf einen Steinkantenmist. Bin ich so eklig? Ich schau mal. Mann, ich will sweepen mit dem Viech.
Geh auf einmal Ränkisch mit. Warum hat er Brandstempel gedrückt? Ich weiß, was ich mache. Es ist zwar absolut ehrenlos, aber wenn er nur 5 Steinkanten hat. Miss. Mann, du scheiß Mikro. Ah! Ja, komm. Nein, warum gehe ich nicht auf Finsteraura wegen. Ah, fuck! Wieso gehe ich nicht auf Finsteraura, ich Idiot? Fuck, ich, das war so gespielt. Aber trifft auch alle Steinkarten. Oh, ich überlebe das, ich überlebe das. Aber das war. Das war gerade richtig scheiße von mir. Dies war gerade richtig scheiße geplayt von mir. Jetzt muss ich kurz was überlegen. Steinkante, 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 Digga. Fuck, Alter, Mann. Ich glaube, ich gehe jetzt hier und ich bin ja gescarft, ne? Hm. Willst du dich hier mal hochkommen, was du mal raus? Ah, oh, shit, die Tarnsteine hier. Nein! Warum geht er jetzt auf Brandstempel? Warum geht er jetzt auf Brandstempel? Das ist gerade richtig scheiße. Ja, das war richtig schön. Das war aber scheiße, Mann. Ah, sein Pixie ist. Ne, was für sein Pixie? Sein Dingens ist halt immer noch kacke. Mann, ey, das ist. Oh. Wunschtrauen dann auf ihn und hoffen, dass. Ich will. Mann, das war. Warum ist er denn jetzt auf Branch? Sind seine Steinkanten schon weg? Oh. Haha, dass die Tarnsteine mich killen, das habe ich gerade ein bisschen ignoriert. Das sieht sehr schlecht für mich aus. Es sieht sehr schlecht für mich aus. Hä? Meine Zeit ist abgelaufen! Okay, nachdem ich den Schock des Timers verdaut habe,
beleidige ich erstmal Nintendo dafür, dass sie so einen scheiß Timer eingebaut haben. Und eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich ist der Kampf. Ich wollte ihn zuerst nicht hochladen, aber. Mein Gott, Regeln sind Regeln. Ich habe halt in einem Regelvideo gesagt, wenn der Timer trotzdem entscheidet, entscheidet halt das Spiel, der gewinnt. So ist es. Ich weiß nicht, ob ich das noch gedreht hätte. Es kommt halt darauf an, wie krass Rihonyo dieses Winona. Also das können wir jetzt auch nebenbei nachschauen. Rhyperia. Das Spiel hätte halt noch spannend werden können. Weil ein Blizzard auf Rhyperia nicht so viel macht, wie ich anfangs dachte, wie ich gerade sehe, und ich halt mit Felswurf ihn rausgenommen hätte. Anyway. 15 Euro sind direkt raus an Pascal. Und wenn ihr Bock habt mitzumachen, kommt auf den Discord. Schreibt mich an, könnt ihr auch machen. Jetzt sind wir halt noch sehr klein, deswegen ihr könnt mich ruhig anschreiben. Dann machen wir bestimmt auch Kampf. Ich hoffe, dass wieder der trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, Daumen hoch, bewerten, kommentieren, teilen, die Serie teilen. Und ja, war ein sehr intensiver Kampf. Klar, Misplaced, Alter, von mir. Definitiv. Und auch so ein bisschen so Lucky Punches seinerseits. Mein Brandstempel, er geht genau dann auf Brandstempel, wenn ich einen Switch auf meinen Rotom mache. Mein Plan war halt eigentlich, ich bin halt gescarft, ne? Deswegen einfach Donnerblitz reinböllern oder Voltwechsel. Egal. Anyway. Hätte, hätte Fahrradkette. Er hat gewonnen. G zu dem G. Und würde ich sagen.